Und hier ist Ihre Gastgeberin, Judith Richter. Yeah. Danke, danke. Nice. Hier sind wir wieder mit der große Preis. Ihre Inflationsshow im ZDF. Die ganze Welt spricht über Sie. Und heute ist sie hier. Unser Gast. Die aktuelle Preisentwicklung. Und das hier ist unsere wunderbare Jury. Man sieht ihr hot aus. Mit ihren Fragen an die Inflation. Frank, du bist der deutsche Sparer. Ja, ich frage mich jede Nacht, was wird jetzt aus meinem Vermögen? Sarah, du bist armutsbetroffen. Ja, ich frage mich jeden Morgen, was ist Vermögen? Und Friedrich, du bist reichtumsbetroffen. Ja, die entscheidende Frage ist doch, wie soll bei diesen Kerosinpreisen die Krankenschwester überhaupt noch zur Arbeit kommen? Das sind sie, die Fragen, die ganz Deutschland bewegen. Und wir haben ein paar richtige nice Preiskracher für Sie vorbereitet. Ich sage nur 3,39 Euro. Das ist das ist ein Plus von sage und schreibe 46%. Mein lieber Herr Gesangs, die Wahl. Das ist ja ein Hammer, ja? Für was? Butter. Oh, okay, dann kann ich die auch streichen. Nee, die kannst du jetzt nicht mehr streichen. Sarah, was hast du? Du meinst, was ich bald nicht mehr habe? Heizöl. 100 Liter für 152 Euro. Das wird ein kalter Winter. Aber der Preis ist wirklich heiß. Ja, leider. Plus 89%. Awesome! Mehr geht ja fast gar nicht. Oh, doch, 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 doch. Nicht wahr? Ich sage nur 94,6%. 94,6? Für was? Für den CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz beim Parteitag. Ja, aber heute geht's um Inflation. Ja, kann ich, nicht wahr? Zu Inflation sage ich ja immer, wir haben den Höhepunkt unseres Wohlstands hinter uns. Ah, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, wir müssen alle unsere Ansprüche zurückschrauben. Ah, deshalb bist du der perfekte Oppositionsführer. Ne, null. Frank, das ist jetzt ein bisschen niedrig. Ja, also 0% Zinsen auf dem Sparkonto, 7% Preissteigerung. Also die Inflation frisst mein Vermögen auf. Ja, wenigstens gibt es bei dir noch was zu fressen. Heute haben wir drei Kandidaten, die alle einen ganz very special Talent haben im Kampf gegen die Inflation. Begrüßen Sie mit uns unseren ersten Kandidaten, den Christian! Chill mal deine Base. Sag mal, was machst denn du so beruflich? Erstmal guten Abend in die Runde. Ich bin Vizekanzler und Bundesfinanzminister der Finanzen. Und wie schlägst du die Inflation? Ich trete gern mal auf die Schuldenbremse. Aber privat gibst du schon eher Gas, oder? Oh ja, ich war vor kurzem auf seiner Hochzeit auf Sylt. Ja, das Einzige, woran da gespart wurde, ist Kirchensteuer. Friedrich, du bist ja auch nicht mit dem 9-Euro-Ticket gekommen. Ja was, ich musste ja fliegen. Ist ja eine Insel. Und Christian, welchen Preis hast du uns heute mitgebracht? Tada, 30 Euro. Damn! Und was gibt's dafür? Auf Hartz IV sind das 6 Tage Essen. Auf Sylt in der Vogelkoje sind das gerade mal 6 Wildaustern à la carte. Da musste ich schon ganz schön schwer schlucken. Wir müssen Matjes fressen und der Herr Minister schlürft Austern? Ja, das versteht er unter Austerität.
Aber sag mal, Christian, wie gehst du denn mit diesen Preisen um? Du hast ja gesagt, vor uns liegen Jahre der Knappheit. Auch auf Sylt? Ja, nein. Schauen Sie, Frau Richter, es ist nicht einfach. Ich habe zum Beispiel in meiner Hochzeitsnacht fast durchgängig wachgelegen und mir die Frage gestellt, werde ich mir jemals wieder eine Hochzeit leisten können? Oder war's das jetzt? Auch ein Finanzminister kann nur das heiraten, was er sich vorher erwirtschaftet hat. Ne? Okay. Wenn jetzt schon auf Sylt das Geld knapp ist, dann brauchen wir auf jeden Fall staatliche Unterstützung für Geringverdiener, oder? Frau Richter, das ist ja eine ganz nette Idee. Aber da stelle ich mir ja sofort die Frage, woher soll denn das Geld kommen? Also ich glaube, hier ist wohl jedem klar, von mir nicht. Von mir auch nicht. Ich meine, wir sind ja wohl gegen Steuererhöhungen. Also. Ja, meine Herren, sonst hätte es mir mit mir auch weder einen Ehe- noch einen Koalitionsvertrag gegeben. Steuererhöhungen würden den Standort Deutschland nur übermäßig belasten. Du hast aber schon mitbekommen, dass die DAX-Unternehmen und die größten Energiekonzerne gerade Rekordgewinne einfahren. Nach allem, was ich bisher gehört habe, sind Sie nicht gerade eine Expertin für Rekordgewinne. In meinem Ministerium liegen jedenfalls keine Zahlen amtlicherseits vor, die auf Übergewinne hindeuten. Ah, also mir schon. Bei den größten Energiefirmen allein im ersten Quartal 93,3 Milliarden Gewinn. Da könnte man doch über eine Übergewinnsteuer ein paar Euros abschöpfen für mich. Also ich kann hier keine Übergewinne erkennen. Und das ist das Supertalent von Christian. Genau. Das ist wirklich irre, Christian, weil das können ja eigentlich nur Laien und du bist Finanzminister. Kannst du uns das Talent mal vormachen? Ja, gern. Schau mal, komm mal her, weil wir haben hier die aktuellen Gewinne der Ölkonzerne im ersten Quartal 2021 und im ersten Quartal 2022. Ja, also ich sehe da nichts. Okay, machen wir es ein bisschen einfacher. Mit Balken. Die Energieunternehmen haben ihre Quartalsgewinne im Vergleich zum Vorjahr verdreifacht. Also das sehe sogar ich. Also ich kann immer noch nichts sehen. Hast du Austern auf den Augen oder was? Sensationell beeindruckend. Ich weiß nicht, was daran jetzt so toll sein soll. Ich sehe das auch so nicht. Machen wir es noch ein bisschen einfacher? Jetzt mal als Kurve. Hier sehen wir die durchschnittlichen Profite der Ölfirmen in den letzten Jahrzehnten. Und jetzt 2022. Ein ganz normales Auf und Ab. Ist das nicht eher ein Auf und Auf? Wo? Also das ist typisch nicht wahr. Wir haben offensichtlich in diesem Land ein Problem mit High-Performern oder auch mit Overachievern. Woanders würde das gar nicht auffallen. Ja, okay. Schauen wir mal. Hier sind die täglichen Übergewinne der Ölfirmen in verschiedenen europäischen Ländern. Und jetzt der Übergewinn in Deutschland. Pretty obvious, oder? Fällt schon auf. Also mir nicht. Frau Richter, ich kann es Ihnen gerne noch einmal erklären. Unser Steuerrecht kennt nur Gewinne, keine Übergewinne. Wer sollte auch festlegen, wo das eine anfängt und das andere aufhört? Also ich würde es machen. Aber das wäre ja blanke Willkür. Wer würde denn dort eine Grenze ziehen? Vielleicht der Finanzminister, und zwar da, wo er schon die Grenze im April gezogen hat? Da hast doch du, literally, allen Unternehmern Kostenzuschüsse gewährt, die wegen der Energie doppelt so viele Ausgaben hatten wie im Vorjahr. Und jetzt soll ich Unternehmen besteuern, die wegen der Energie doppelt so hohe Einnahmen haben? Was ja Basis wäre. Aber es widerspricht ja allem, für was die FDP steht. Friede den Profiten. Also das, wenn ich das mal an der Stelle, diese Übergewinnidee, ja, das ist reine Planwirtschaft, nicht wahr? Sowas wollen überhaupt nur Sozialisten.
Sagen Sie, warum kommen Sie denn jetzt mit einem Bild von Margaret Thatcher? Das ist eine Ikone des freien Marktes. Die 1981 britische Banken mit einer Übergewinnsteuer belegt hat. Jede macht mal einen Fehler. 1982 hat sie eine zweite Übergewinnsteuer eingeführt, um Superprofite der Ölfirmen abzuschöpfen. Heute würde kein Konservativer im Mutterland des Kapitalismus auf so eine Idee kommen. Damn! 25% Steuererhöhung für Energiefirmen. Aber ich bitte Sie, das ist doch kein herkömmlicher Konservativer. Schauen Sie sich doch nur mal hier die Frisur an. Das ging jetzt gegen mich, oder? Es ist doch wohl so, die Mehrheit der Deutschen ist doch wohl für eine Übergewinnsteuer, oder? Die Mehrheit der Unionsanhänger ist dafür. Aber die haben doch alle von Wirtschaft keine Ahnung. So, jetzt reicht's für deine nächste Hochzeit, komme ich nicht. Oh, der Draghi jetzt, Segen hoch, der war verdeckt. Der Typ hat mein Sparbuch geplündert. Ja, der war mal Chef bei der EZB. Den. Als Ministerpräsident von Italien hat er 25% Steuer auf alle Extragewinne erhoben. Tja, aber ich sage, in Deutschland wäre das nicht verfassungsgemäß. Aber die Boys vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages sagen, die Verfassung erlaubt beliebig hohe Besteuerungen von Extragewinnen. Aber der Boy im Finanzministerium sagt, dazu wird es nicht kommen. Und woher willst du da das Geld nehmen für die Unterstützung der Armutsbetroffenen? Die steigenden Preise fressen mich auf. Na, jetzt siehst du mal, wie es meinem Sparbuch geht. Sie können sich beruhigen, die Hilfspakete der Bundesregierung sind bereits auf dem Weg. Ja, aber die reichen nicht für Alleinerziehende. Vom Alleinerziehen rate ich sowieso ab. Heiraten Sie, sagen Sie, mögen Sie Wildaustern. Ich kenne ein ganz wunderbares Lokal auf Sylt. Da gehe ich Ihnen jetzt mal einen Tisch reservieren. Meine Damen und Herren, das war Christian! So, Herr Uthoff, haben Sie abonniert? Glocke gedrückt? Was? Sich eines von den beiden Videos hier angeschaut? Hören Sie, es reicht mir vollkommen, dass ich in den meisten mitspielen muss. Herr Uthoff, glauben Sie, dass es die richtige Art ist, für uns Werbung zu machen? Werde ich dafür bezahlt? Nee. Was zum Henker mache ich dann hier? Er ist sonst nicht so. Sie können sich ja in der Zwischenzeit was ohne ihn anschauen.